Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal ein kleines Verkaufsvideo. Und zwar, weil der Papa hat sich ja eine neue Kamera gegönnt. Und ja, da muss natürlich wieder ein bisschen Platz und vor allem muss auch wieder ein bisschen Kohle reinkommen. Weil YouTube Money ist halt nicht so am Start. Ihr wisst Bescheid, ne? Deswegen würde ich sagen, falls ihr Bock habt, irgendwie günstig irgendwie an Messer zu kommen, dranbleiben, auf geht's. So, und da sind wir auch schon in der Tischansicht. Kurz noch vorweg, bezahlen per PayPal oder an Freunde natürlich und Überweisung, beides möglich. Also, wie es euch beliebt, plus Wunschversand. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und legen mal direkt los. Als allererstes fangen wir mal an mit einem Swiss Bianco Set. Und zwar für die 111er Victorinox haben wir einmal hier zwei nagelneue, unbenutzte, niemals verbaute Griffschalen. Und ein, genau für das gleiche Messer auch nochmal ein Gürtelclip. Auch nagelneu und unbenutzt. Und natürlich noch zusätzlich neue Pinzette und ein Zahnschauer, den ich bis jetzt nur einmal in der Nase hatte. Nein, Quatsch, der ist natürlich nagelneu. Und natürlich gibt es hier noch einen kleinen Ring, ist auch noch mit dabei. Für dieses gesamte Set, hätte ich gesagt, wären 15 Euro fällig. So, als nächstes, wenn wir schon bei Victorinox sind, ein einfaches kleines Victorinox mit Werbeanzeige hier hinten drauf, ist ein einfaches Recute für, sagen wir mal, 5 Euro, hau ich es raus, dann ist es weg. Ist leicht benutzt, sieht man halt hier so ein bisschen Dreck auf der Klinge drauf, beziehungsweise ja, hier so ein bisschen Staub so dazwischen. Aber sonst noch im Tip-Top-Zustand, soweit man das bei so einem Messer sagen kann. 5 Euro. Und bleiben wir gleich mal bei Victorinox und haben hier mal eine bisschen schönere Variante. Und zwar haben wir hier ein einfaches Alox Pioneer. Für gut 20 Euro würde das an euch rausgehen. Kommen wir nun mal zu der Firma Böker. Wir haben hier von Böker Plus im Top-Zustand das Urban Trapper mit Kokobolo Griffschalen. VG10 Stahl, Titan, hatte ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, müsst ihr mal auf dem Kanal schauen. Ich würde sagen, das geht für 75 an euch raus. Weiter geht's. Wir bleiben bei Böker und bei Magnum von Böker. Und zwar eigentlich ein Messer, was ich ja ziemlich cool fand, aber ich irgendwie nicht mit warm geworden bin. Komplett unbenutzt. Ein Böker Plus. Ach, was sag ich hier? Ein Böker Magnum Outback Field. Ledergriff. Echtlederschale, Echtlederscheide. Mann, was ist denn los hier? Mit Schleifstein. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Würde mich freuen. Auch gerne immer kommentieren. Das hilft mir sehr. Preislich würde ich sagen, haue ich es für 30 raus. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Folder und zwar von der Firma Real Steel. Haben wir hier mit Originalkarton das Blue Sheep in Black, also Black Handle und Black Klinge. Liner Lock, wunderbares Messer, aber ich habe halt einfach zu viel und es muss halt einfach mal ein bisschen was gehen. Von daher haue ich es jetzt raus, sagen wir mal für 30. Für 30 ist es euer.
Was haben wir als nächstes? Hier, jetzt mal kein Messer, sondern mal ein Portemonnaie für den Herrn von Welt oder auch für die Dame. Leder, nagelneu mit Geldklemme, Echtleder. Keine Ahnung, was es gekostet hat. Habe ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Ich habe ein anderes Lederportemonnaie und ich würde sagen, für 20 haue ich das hier raus. So, jetzt haben wir mal ein Messer hier. Das habe ich eine Zeit lang mal als EDC getragen von Acero, made in Spain, mit Originalverpackung, damals beim Messerdepot gekauft. Wie ihr sehen könnt, die Leder, ich habe es mit dieser Lederhülle hier quasi in der Hosentasche getragen, deswegen ist sie so ein bisschen im Used-Look quasi. Und ja, hier ist das gute Stück. Backlog. Läuft auch wunderbar. Keine großen Verarbeitungsmängel. Aber hat schon ein bisschen Patina gezogen hier. Und habt ihr gehört? Es klackert ein bisschen innen drin. Ich habe keine Ahnung warum. Aus dem Grund haue ich es jetzt auch einfach nur für 15 raus. Ich glaube, neu hat das mal irgendwie 50, 60 gekostet oder sowas. Aber weil used und so weiter, ja, haue ich es für 15 an euch raus. So, das nächste ist wieder ein Bürgermesser. Und zwar ein Magnum und nicht nur irgendeins, sondern das Magnum Grandpa. Gibt schon lange, lange, lange nicht mehr zu kaufen. Ein richtig schön klassisches Taschenmesser mit einer richtig fetten Klinge und mit einer für das Messer natürlich verhältnismäßig kleine Klinge, aber in Relation dann zu anderen Messern doch eine relativ große Klinge. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Schaut auch dazu gerne mal auf dem Kanal. Ja, Schildblatt hier. Ja, schönes, oldschooliges Messer. Unbenutzt. Und ich würde sagen, das haue ich raus für einen Zehner. So, und jetzt kommen wir zu einem, sagen wir mal, etwas dunkleren Kapitel meiner Messergeschichte. Und zwar mein allererstes EDC-Messer, was ich jemals so gehabt habe. Und jetzt bitte nicht erschrecken, da ist es. Ja, von mir umgebaut, hier drin liegt noch irgendwo, da ist er, der kleine Einhornöffnungspin. Somit ist es 42A-konform. Ein relativ einfacher User, hat aber immer seinen Dienst getan und ist auch relativ leicht, aber wie ihr sehen könnt, schon gut in der Hosentasche gelitten. Deswegen haue ich das hier für einen Fünfer raus und ja, wenn ich dann irgendwann mal, ich schaue nochmal nach, ob ich die Scheide nochmal finde, dann kriegt derjenige die auch noch mit oben drauf. So, und ich sehe gerade, das war es auch schon, also mit diesem wunderbaren Walter verabscheue ich mich jetzt hier an dieser Stelle. Ich danke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. No stress. Macht's gut. Cheers.